In diesem Video geht es um das Lemma von Borel und Cantelli, das insbesondere wichtig ist zum Nachweis von fast sicherer Konvergenz von Zufallsvariablen. Wir müssen hierzu definieren, insbesondere den Limes superior von Ereignissen. Ich definiere aber auch gleich den Limes inferior von Ereignissen mit. Was wir benötigen, ist eine Menge Omega mit einer Sigma-Algebra A darauf. Wir nennen das einen messbaren Raum. Und wir haben eine Folge von Ereignissen, nennen wir sie AN. Und die Definition ist folgende: Das Ereignis, man sieht hier ein Lim-Sub, der AN, der Limes superior wird das sein, ist definiert als ein Schnitt. Man sieht, es wird geschnitten von N, von 1 bis unendlich. Und dann hat man eine Vereinigung von K, von N bis unendlich, der AK. Und diese Menge heißt Limes superior der Folge AN. Wir werden das gleich deuten. Ich möchte nur hier Folgendes hervorheben: Wenn man das vergleicht mit dem Limes superior von Zahlenfolgen in der Analysis, also dem größten Häufungspunkt, und der war so definiert oder ist so definiert, der Limes superior einer Zahlenfolge AN, man sieht, das Infimum n größer gleich 1 entspricht dem Durchschnitt. Und das Supremum entspricht der Vereinigung. Ich definiere zunächst mal den Limes inferior. Der sieht formal fast genauso aus wie der Limes superior, nur, und das ist von entscheidender Bedeutung, anstelle des Durchschnittszeichens oben steht hier die Vereinigung von n von 1 bis unendlich. Und dann hat man den Schnitt von k von n bis unendlich, der ak. Und diese Menge, dieses Ereignis, nennt man den Limes inferior der Folge AN. Auch hier kann man einen Vergleich anstellen mit dem Limes inferior einer Zahlenfolge, dem kleinsten Häufungspunkt. Und man erkennt wieder, das Supremum entspricht der Vereinigung und das Infimum der Durchschnittsbildung. Wollen wir uns ansehen, was diese beiden Ereignisse bedeuten? Welche Elemente des Grundraums liegen im Limes superior? Und das sind diejenigen Omega im Grundraum groß Omega mit der Eigenschaft, wenn man jetzt auf die Definition sieht, dann steht ein Schnitt. Das bedeutet also, für jedes n von 1 bis unendlich liegt das Omega in der Vereinigung der ak mit k größer gleich n. Es gibt also für jedes n ein k größer gleich n mit der Eigenschaft, dass Omega in AK ist. Das bedeutet aber, dass Omega ist für unendlich viele natürliche Zahlen n in der Menge AN. Umgekehrt, wenn Omega für unendlich viele natürliche Zahlen n in der Menge AN ist, gibt es zu jeder natürlichen Zahl n noch mindestens ein K, was größer gleich n ist, derart, dass Omega in AK ist. Wir erkennen also der Limes superior der AN. Es sind genau diejenigen Elemente im Grundraum, die in unendlich vielen ANs liegen. Man kann also sagen, das Ereignis Limes superior AN tritt ein, wenn unendlich viele dieser Ereignisse AN eintreten. Beim Nachweis von fast sicherer Konvergenz ist das Ereignis AN oft von der Gestalt, dass eine Zufallsvariable xn dem Betrage nach größer ist als eine Zahl Epsilon. Sehen wir uns den Limes inferior an. Der Limes inferior der AN sind diejenigen Omega im Grundraum. Schauen wir auf die Definition. Da steht zunächst die Vereinigung n von 1 bis unendlich. Es gibt also mindestens ein n derart, dass dann für jedes k größer gleich n, jetzt kommt nämlich der Schnitt der Ereignisse, dieses Omega in AK liegt. Das bedeutet, ab einem gewissen n liegt das Omega in AK für jedes k größer gleich n. Mit anderen Worten, das ist genau dann der Fall, wenn das Omega in allen AN liegt, bis auf höchstens endlich viele Ausnahmen. Man sieht, diese Bedingung ist stärker. Wenn das passiert, dann gilt natürlich Omega in AN für unendlich viele n. Das bedeutet, wir haben hier eine Inklusion. Der Limes inferior der AN ist als Ereignis enthalten im Limes superior. Bei Zahlenfolgen würde das entsprechen
Der Limes inferior einer Zahlenfolge ist kleiner oder gleich dem Limes superior der Zahlenfolge. So sehen wir uns jetzt mal das Lemma von Borel und Cantelli an. Dazu ein Memo. Nochmal, wie ist der Limes superior definiert? Und das Lemma besagt Folgendes. Wenn ich Ereignisse habe, A1, A2, in einem Wahrscheinlichkeitsraum, ich sage kurz W-Raum, Omega AP, dann gelten folgende Aussagen. Die erste Aussage, A, ist die, wenn ich weiß, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten der AN konvergiert, dann kann ich schließen, dass die Wahrscheinlichkeit des Limes superior dieser AN gleich 0 ist. Das heißt, nur mit Wahrscheinlichkeit 0 treten unendlich viele dieser Ereignisse ein. Das ist Teil A des Lemmas. Bei Teil B des Lemmas benötigen wir eine Zusatzvoraussetzung. Nämlich hier nehmen wir an, dass die Ereignisse A1, A2 und so weiter stochastisch unabhängig sind. Und dann können wir Folgendes schließen. Wenn die Reihe Summe P von AN divergiert, dann folgt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit für den Limes superior der AN gleich 1 ist. Das bedeutet, mit Wahrscheinlichkeit 1 treten unendlich viele dieser Ereignisse A1, A2 und so weiter ein. Sehen wir uns mal den Beweis an. Zunächst Teil A. Wir setzen einmal kurz Bn für die Vereinigung der AK mit K größer gleich n. Man sieht also oben im Memo, der Limes superior der AN ist nichts anderes als der Durchschnitt dieser Bns. Und wenn wir uns ansehen, wie Bn gebildet ist, bei B1 würden wir alle AK vereinigen von 1 an, also A1 vereinigt A2. Bei B2 nur die AKs mit K größer gleich 2. Wir erkennen also, dass diese Bns eine absteigende Mengenfolge bilden. Es gilt, Bn ist eine Obermenge von Bn plus 1 und das gilt für jedes n größer gleich 1. Naja, damit können wir Folgendes schließen. Die Wahrscheinlichkeit von Bn ist die Wahrscheinlichkeit dieser unendlichen Vereinigung. Und da ein Wahrscheinlichkeitsmaß Sigma subadditiv ist, kann ich das nach oben abschätzen durch die Summe der Wahrscheinlichkeiten von AK für K von n bis unendlich. Wenn man sich jetzt die Voraussetzung ansieht von Teil A des Lemmas von Borel-Cantelli, dann sieht man, die ganze Reihe konvergiert ja. Und das bedeutet, dieses n-Stück einer konvergenten Reihe, wenn ich von n absummiere, muss für n gegen unendlich notgedrungen gegen 0 konvergieren. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit des Limes superior der AN als Wahrscheinlichkeit des Schnittes aller dieser Bns ist, weil wir hier eine absteigende Mengenfolge haben und Wahrscheinlichkeitsmaße stetig von oben sind, ist das nichts anderes als der Limes der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Bns. Und das haben wir eben nachgewiesen, dass das 0 ist. Und damit haben wir A gezeigt. Man sieht also, der Beweis von Teil A ist relativ einfach. Komplizierter wird es für den zweiten Teil. Sehen wir uns mal den Beweis an. Ich habe das auch nochmal als Memo aufgeführt. Wir setzen hier voraus, dass die Ereignisse stochastisch unabhängig sind. Und was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, wenn diese Reihe divergiert, die gebildet wird aus den P von AN, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Limes superior der AN gleich 1. Die Schwierigkeit bei diesem Beweis ist folgende oder die entscheidende Idee. Wenn wir uns erinnern an die stochastische Unabhängigkeit, dann hat diese Eigenschaft nur immer etwas zu tun mit endlich vielen Ereignissen und es hat nur etwas zu tun mit Schnitten von Ereignissen und mit Produkten. Also die Wahrscheinlichkeit des Schnittes von irgendwelchen endlich vielen dieser Ereignisse A1, A2 und so weiter ist das Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten. In der Bedingung steht aber hier etwas über eine Summe. Wir benötigen also irgendein Hilfsmittel, was vermittelt zwischen Summen und Produkten. Und das ist die Exponentialfunktion. Es gilt nämlich folgende Ungleichung. Für jede reelle Zahl x gilt 1 minus x ist kleiner oder gleich e hoch minus x. Wir setzen jetzt einfach x an als p von ak. Was erhalten wir?
1 minus die Wahrscheinlichkeit von AK ist nach dieser Ungleichung kleiner oder gleich e hoch minus dieser Wahrscheinlichkeit. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir geben uns zwei natürliche Zahlen n und s vor mit n kleiner gleich s. Und wir können aufgrund der Ungleichung schließen, das Produkt dieser 1 minus p von ak, wenn wir das Produkt bilden von k gleich n bis s, können wir das nach oben abschätzen durch das Produkt von e hoch minus der Wahrscheinlichkeiten der ak nach der obigen Ungleichung. Aber ein Produkt von Exponentialausdrücken ist e hoch Summe. Das bedeutet, das ist kleiner oder gleich e hoch minus Summe der Wahrscheinlichkeiten der ak k von n bis s. Auf der anderen Seite ist die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten größer gleich 0 und damit ist die Exponentialfunktion kleiner gleich 1. Was wir jetzt erhalten ist Folgendes. Wir bilden mal die Differenz 1 minus diesem letzten Exponentialausdruck, also e hoch minus Summe der Wahrscheinlichkeiten der AK von k von n bis s. Das ist jetzt kleiner oder gleich 1 minus dieses Produkt, was links steht. Produkt k von n bis s, 1 minus p von ak. Auf der anderen Seite ist dieses Produkt größer oder gleich 0 und damit ist das kleiner gleich 1. Diese Ungleichungskette ist jetzt der Schlüssel für die weiteren Betrachtungen. Nämlich sehen wir uns mal zwei Ausdrücke an. Einmal diesen Exponentialausdruck und einmal weiter rechts das Produkt. Nun, bei dem Exponentialausdruck können wir nun Folgendes sagen. Die Voraussetzung im Memo sagt, die Reihe p von an, n von 1 bis unendlich, divergiert. Und was hier steht, ist ein bestimmtes Stück dieser Reihe. Hier werden die Wahrscheinlichkeiten der AKs aufsummiert von n bis s. Wenn wir jetzt s gegen unendlich gehen lassen, haben wir ein n-Stück einer divergenten Reihe. Und das divergiert natürlich auch. Das heißt, für s gegen unendlich strebt diese Summe k von n bis s, p von ak gegen unendlich. Und dann wissen wir, was die e-Funktion macht. Die e-Funktion, e hoch minus etwas, was gegen unendlich geht, geht gegen 0. Das bedeutet, wir haben hier Konvergenz gegen 0 für s gegen unendlich. Auf der anderen Seite sehen wir haben eine Einschachtelung 1 minus etwas, was gegen 0 geht, ist kleiner oder gleich 1 minus etwas, was nicht negativ ist und das ist kleiner gleich 1. Notgedrungen folgt also, dass dieses Produkt k von n bis s, diese 1 minus p von ak, auch gegen 0 konvergieren muss für s gegen unendlich. Das werden wir jetzt ausnutzen. Wir betrachten nämlich jetzt 1 minus der Wahrscheinlichkeit des Limes Superior der n. Hiervon müssen wir zeigen, dass es gegen 0 konvergiert. Nun, was ist das? Das ist 1 minus. Nun, die Wahrscheinlichkeit des Limes Superior ist die Wahrscheinlichkeit des Schnittes einer absteigenden Mengenfolge. Die Vereinigung der AK von k von n bis unendlich hatten wir bk genannt. Und Wahrscheinlichkeitsmaße sind stetig. Deshalb ist das der Limes der Wahrscheinlichkeiten dieser Vereinigung der AK von k von n bis unendlich. Wie kommen wir weiter? Ich kann diesen Limes auch noch vor die 1 schreiben. Das ist also Limes von 1 minus diese Wahrscheinlichkeit. Aber 1 minus die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses. Also steht hier Limes, Wahrscheinlichkeit und was ist das komplementäre Ereignis? Aus der Vereinigung wird nach der de Morganschen Regel ein Durchschnitt. Und aus AK wird AK-Komplement. Ich erhalte also diesen Limes. Ich nehme das wieder auf in die nächste Zeile. Ich schreibe diesen Limes hin. Ich schreibe aber jetzt wieder ein Limes. Ich nutze jetzt wieder die Stetigkeit aus eines Wahrscheinlichkeitsmaßes, denn das ist der Limes für s gegen unendlich und jetzt Wahrscheinlichkeit des endlichen Schnitts, k von n bis s, der AK-Komplement. Jetzt habe ich die Wahrscheinlichkeit eines endlichen Schnittes, der AK-Komplement. Die Ereignisse A1, A2 und so weiter sind alle unabhängig und damit auch die Komplemente.
Die Wahrscheinlichkeit dieses Schnittes ist ein Produkt. Ich erhalte also den äußeren Limes, schreibe diesen Limes auch hin, s gegen unendlich, und dann ist es das Produkt der Wahrscheinlichkeiten k von n bis s, und jetzt steht die Wahrscheinlichkeit von ak Komplement, und das ist 1 minus Wahrscheinlichkeit von ak. Nun, oben haben wir aber gesehen, das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten 1 minus p von ak, k von n bis s, konvergiert für s gegen unendlich gegen 0. Das heißt, das konvergiert gegen 0. Dann haben wir noch den äußeren Limes, und der Limes von einer Folge, die konstant 0 ist, ist 0. Und damit haben wir auch Teil B des Lemmas von Borel-Cantelli bewiesen.